Guten Morgen. Mein Akku blinkt. Aber ich wollte euch doch unbedingt noch sagen, heute ist der 1. April und es schneit. Und es ist kein Scherz. Nein, es schneit wirklich. Das sieht man bestimmt nicht, aber es ist Schneeregen und ganz eklig und... Naja. Es macht jedenfalls das Aufstehen nicht leichter. Da bin ich wieder. Den Kuchen abgegeben. Die Genie hat schon Eier angemalt. Eins ganz gelb und eins fast ganz rot. Naja, ich bin gespannt. Draußen regnet es schon wieder. Aber ich bin eigentlich den ganzen Morgen relativ trockenen Fußes überall hingekommen. Da bin ich schon mal ganz froh. So, und jetzt gleich werde ich wieder zur Hypnose fahren. Und ich bin mal gespannt, was sie denn heute für mich hat, weil... So langsam habe ich das Gefühl, es geht in die falsche Richtung. Ich werde ihr sagen, dass ich heute auf jeden Fall eine Hypnose zum Abnehmen haben will. Darum bin ich eigentlich auch damals gekommen. Ja. Das heißt nicht, dass alles, was wir bisher gemacht haben, irgendwie nicht richtig gewesen wäre. Ich habe da viele Sachen rausgezogen, die mir Aha-Erlebnisse natürlich auch beschert haben. Aber ich bin eigentlich damals dahin gekommen, um... eben diese Abnehmhypnose zu bekommen. Und die hat sie immer weiter verschoben. Und der Witz an der Sache ist, dass ich jetzt dadurch zugenommen habe. Was mich natürlich ärgert. Also ich habe mir gedacht, ja, ich gucke mir das jetzt eine Zeit lang an, wie weit was passiert. Und dadurch, dass wir alles so hochholen, als wir alles so hochholen, habe ich das Gefühl, dass das genau in die andere Richtung geht. Also genau falsch rum. Wir analysieren zu viel. Und dadurch, ja, könnte man sagen, baue ich körperlich wieder einen Panzer auf. Was nicht Sinn der Sache war. Und darum werde ich das heute mal mit ihr besprechen. Und dann gibt es wahrscheinlich dann einen neuen Hypnose-Dingens. Sollte sie das nicht machen... Oder sollte das nicht funktionieren, wie ich mir das denke, dann kann ich zu ihr dann leider nicht mehr hingehen. Weil sie so sehr auf dem... Also sie analysiert halt sehr viel. Sie ist mehr Psychologe als Hypnotiseur. So habe ich das Gefühl. Und was nicht heißt, dass sie das in irgendeiner Weise nicht könnte. Sie kann das sehr wohl, nur wir passen vielleicht da nicht so ganz gut zusammen. Weil ich doch eher das nicht hochholen möchte. Ich habe irgendwann ganz früher auch schon mal gesagt, als ich darüber gesprochen hatte, wie das mit der Hypnose war, dass ich jemand bin, der nicht glaubt, dass man alles wieder hochholen und dass man nicht alles bearbeiten muss. Und sie ist da eben genau andersrum. Sie glaubt, dass man alles bearbeiten muss und ich eben nicht. Also denke ich, dass das... mal gucken, wie es heute wird. Ne? Und ansonsten erzähle ich das nachher noch in dem Hypnosebericht. So, aber jetzt werde ich erstmal frühstücken gehen, denn ich habe Hunger. Die Genie ist auch schon aufgestanden, die hat bestimmt auch Hunger. Der Mann ist auch halb wach und mein Arm wird lahm. Also wird jetzt gefrühstückt. Es gibt Frühstück. Aufstehen. Aufstehen. Ja, Brötchen. Und was dazu? Nix. Also keine Steaks? Nee, keine Steaks. Aufstehen. Steaks. Eier, Steaks und Eier, da gehört und Würstchen und Speck wahrscheinlich auch. So, also, ne, bis gleich. Früh am Morgen essen wir jetzt schon Dessert, weil wir mussten ja das Video fertig machen, ne? Mhm. Und das ist so lecker. Mmh. Naja, ich esse jetzt nicht weiter. Ich habe keinen Hunger mehr, aber vielleicht die Genie möchte, glaube ich, so früh am Morgen auch nicht. Sonst musst du noch ein zweites Stück essen. Mhm. Nein? Dann müssen wir es abdecken und dann, mal sehen. Es ist auf jeden Fall hervorragend. So, ich muss mich jetzt fertig machen und los. Also, ich muss los. Ich komme nach Hause. Das Kind ist nicht angezogen. Man muss dazu sagen, es ist jetzt 11:55. Ja, immerhin hat sie noch geschlafen. Genau. Und der Mann lag auf dem Sofa schlafend. Nicht schlafen. Aber auf dem Sofa. Ja, meditierend. Meditierend. Die Augen geschlossen, habe meine Finger zu kreisen. Dings. Ja, genau. Und sagte... Das habe ich aber nicht gesehen. Als ich die Tür aufgemacht habe, habe ich nur gesehen, wie eine Decke flog und der Mann ganz schnell aufstand. Ja, da war die Meditation dahin. Naja, und das Kind hängt da jedenfalls im Schlafanzug immer noch rum.
Ja, wie finde ich denn das? Naja, nee, ich bin wieder da. So gut, aber wir wollen ja jetzt in den Medien machen. Ich bin wieder da. Willst du mich nicht fragen, wie es war? Doch, bin ich gleich. Hm, will er nicht. Aber vielleicht also, wir haben uns... Wieso in unsere Kamera? Wir haben uns geeinigt. Ich habe geredet. Du hast geredet. Ach, heute war Monolog. Ja, warum? Nein. Jetzt geht's ihr schlecht. Nein, es geht ja darum... Nein, Blödsinn. Es geht nicht darum, dass es irgendwem schlecht geht, sondern es geht darum... Ja doch, dass es mir schlechter geht. Es geht darum, dass ich nicht das bekommen habe, was ich eigentlich wollte. Ja. Und darüber haben wir heute gesprochen. Jetzt bekomme ich das, was ich wollte. Siehst du, so einfach ist das. Ja. Ja. Sie macht mir jetzt die genau zugeschnittene Dings, wie heißt es? Gewichtsabnahme-Hypnose. Das macht sie ja, also ja, auf die Person direkt zugeschnitten. Das macht sie jetzt. Kriege ich doch jetzt. Ja. Siehst du? Man muss das sagen, was man möchte. Nicht man, ich muss das sagen, was ich möchte. Wir haben ja auch weiter darüber gesprochen. Es ist ja nicht so, dass mir das nicht geholfen hätte, was wir bisher getan haben. Ja? Sondern nur, dass ich nicht genau das gekriegt habe, was ich wollte, sondern dass ich zugenommen habe durch das, was wir bisher aufgearbeitet haben. Oder besser gesagt, auf die Art und Weise, wie wir es bisher aufgearbeitet haben. Aber, weil mein Mann kriegt gerade schon ein... Oh, muss ich das jetzt alles erzählen? Ich werde das nachher alles einzeln erzählen. Ja. Mein Schatz. Ja. Du willst zum Mediamarkt, mehr willst du ja, doch gar nicht. Ja, ich will zum Mediamarkt und ich habe dir schon das Haushaltsmanagement gegeben. Da kann man mal sehen. Der hat jetzt das Geld überwiesen und so, damit ich gnädig gestimmt bin, damit er sein blödes Spiel kann. Ja, und? Das ist der einzige Grund. Ich kenne dich, ich weiß das ganz genau. Denn dann ist er immer ganz schnell mit Sachen, weil dann brauche ich nicht immer sagen, was er tun soll und mich darüber nicht mehr ärgern, weil er etwas nicht getan hat. Genau. Und weil so schlimm ist das ja auch nicht. Wir sind schon so, wie wir in der Kamera sind. Es ist nicht so, dass wir sonst anders wären. Genau, jetzt zieht er ganz schnell das Kind an. So geht das. Ne, weil er was will. So, und jetzt werden wir gleich... Jetzt ziehe ich mich erstmal aus. Ja. Wir haben gerade festgestellt, dass das Kindelein, modisch sehr bewusst geworden ist. Weil alles, was Papa ihr bringt, soll sie nicht anziehen. Oder will sie nicht anziehen. Sie will immer ganz, ne? Und immer rosa und überhaupt. Ja. Rosa ist sie geworden. Rosa ist sie geworden. Sehr rosa. Ja. Im Augenblick so. Aber das, der Pullover ist nicht gänzlich rosa. Der ist halt noch mit gelben Streifen versehen. Ich da ist gar kein rosa drin. Und Socken mit rosa Hacken und Pferdchen drauf. Socken mit rosa Hacken und Pferdchen drauf. Ja. Ach, Hilfe. Ja, alles rosa, ne? Rosa. Naja, gut, der Pullover ist nicht ganz rosa. Aber ansonsten, sehr rosa. So, können wir jetzt los? Du ja, jetzt Kind los, ist komm. Angezogen. Komm, lass uns los. Nein, ich möchte doch nicht mit aufräumen, nur weil ich da alles unordentlich gemacht habe. Genau, wir sind alle wieder da. Und wir haben nicht bekommen, was wir wollten. Nee. Naja, ich schon. Der Mann hat nicht bekommen, was er wollte. I'm not amused. Oh. Und ich habe ganz schön viel abgestaubt. Aber ich hatte fast Glück gehabt, im letzten Laden, in dem wir waren, haben sie gesagt, ja, eins hatte ich noch da, aber das hat heute Morgen jemand vorbestellt. Nein, so nicht. Wir waren ja erst im Mediamarkt, da war es nicht. Dann waren wir im Werre Park, da ist ja Saturn, alles ausverkauft. Was sagte der Mann? Achso, ich suche das und das Spiel und er sagt, und so, ja, wir auch. Ja, das war schon mal lustig. Dann geht er weiter, im Werre Park, dieses kleine, da ist so ein Game Shop, da war er dann drin, geht an die Kasse und fragt nach dem Spiel. Und der sagt, ja, ach, was, hast du das heute Morgen zurückgelegt? Und sie so, nee. Sagt er? Nein. Und er so, ach so, ja, dann, nee. Er fragt, haben sie vorbestellt? Ich so, nein. Nee, aber er fragte schon so, dass... ja, hätte ich wahrscheinlich gesagt, wusste, ja, dann... Ja, das wäre aber unfair gewesen. Aber da hat jemand das Spiel zurücklegen lassen und das, naja. Ja. Aber ich wette, die meisten Menschen lassen sich was zurücklegen und dann kommen sie sowieso nicht, um es abzuholen. Wahrscheinlich sitzt er heute Abend noch auf dem Spiel. Ja, aber es ist halt so, wie es ist. Ich werde das jetzt online bestellen, wenn wir dann wieder das wohl noch können. Und das Kind hatte Eis, zwei Eis und eine CD. Also ich lade mir das trotzdem legal runter. Ich bezahle dann online und hast du nicht gesehen. Ne? Richtig. Also nicht, wenn ich, früher war das ja so, wenn man gesagt hat, ich lade mir ein Spiel runter, dann war das sofort illegal. Weil da gab es solche Spieleklienten ja noch gar nicht. Nein, wir meinen Runterladen mitbezahlen. Ja, ja. Das ist egal. Der Mann und das Kind haben aufgeräumt. Alles, das ganze Zimmer. Sieht ganz wunderbar aus. Jetzt gehen wir da mal rein und gucken, dass wir das Kind nicht mit drauf haben. So, alles aufgeräumt. Ist das nicht schön?
Ist das nicht schön? Das haben die fein gemacht. Sogar, da gucke ich ja immer nach, ne? Da unten drunter. Alles aufgeräumt. Ja, man könnte jetzt hier so schnulzige Kommentare lassen, wie bei diesen Einrichtungsshows. Hier hat sie einen wunderschönen Schreibtisch zum Lernen und Studieren. Studieren gleich, so alt ist es noch gar nicht. Ja, das weiß ich, was die da immer quatschen. Das stimmt, ja. Und da ist es frisch. Das ist ein frischer Nagel. Mit meinen Stiften rangehängt, den hat Papa reingemacht. Ja, ein bisschen komischer geworden. Naja. Ja, weil das sind diese Dekonägel. Die sind zwar hübsch, aber auch sehr weich. Und die Wände. Ich glaube eher, dass das daran lag, dass mein Mann versucht hat, den weiter reinzuhauen, als es ging. Der Nagel ist ein Dekonagel, der ist relativ weich und die Wand ist keine Dekowand und relativ hart. Ja. Weißt du, wie wir versucht haben, die Lampe da anzubringen? Ja, es war furchtbar. Mit Schlagbohrer bin ich dabei gegangen, um da irgendwie ein Loch reinzukriegen. Ja, nix. Zwei Bohrer habe ich mir dabei kaputt gemacht. Mhm. Ja. Ja. Der Rest rieselt aus der Wand, aber die Lampen kriegt man nicht rein. Deswegen haben wir tatsächlich im Schlafzimmer auch nie eine Lampe angebracht. Da war nie. Oh, sieht man gar nicht. Er will es nicht fassen. Naja. Machen wir das Licht an, Jean. Die geht kein Licht an. Doch, da dein Ach so, ja gut, da oben. Ne? Das nimmt er trotzdem nicht. Doch jetzt. Obwohl, wir haben mal versucht, da was anzubringen. Ja, ich habe einen Stromschlag gekriegt. Ja, und das Ding ist, ne, das sieht auch schon nicht sehr vertrauenserweckend aus. Deswegen haben wir es dann gelassen und haben seitdem kein Licht im Schlafzimmer, außer die Dings an der Wand. Naja, auf der Fensterbank. Das ist richtig. Wir wollen ja irgendwie. Aber irgendwie haben wir das nur selten an. Das ist wahr. So, jetzt haben wir Licht an. Hier im Wohnzimmer filmen. Und hier haben wir noch nicht aufgeräumt, ne? Wie wolltest du jetzt hier auch noch anfangen? Bist du im Aufräummodus? Du hast keine Lust mehr? Nee, war anstrengend. Ich bin im Aufräummodus. Was ist denn Schlammerzug hier eigentlich in der Augen so? Ja, siehst du, so geht das dann weiter. Man räumt nämlich weiter auf, ne?